Mein Vorschlag ist, den Grundfreibetrag, also das, was man gar nicht versteuern muss, zu erhöhen und dann den Tarif der Steuer nach rechts zu verschieben, eben an die Inflation anzupassen. Im Durchschnitt würden die Menschen mit 192 Euro davon profitieren. Und je geringer das Einkommen ist, desto prozentual höher ist die Entlastung. Wenn man zum Beispiel mal eine Familie nimmt, beide berufstätig, 52.000 Euro etwa im Jahr an Einkommen haben, dann werden die entlastet um 426 Euro, wenn man das Inflationsausgleichsgesetz so umsetzt.